Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Tipp-Video, wenn man so möchte. Es ist nämlich ein neues DLC erschienen bei Farm Together. Nach langer, 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 langer Zeit. In der ganzen Zeit, wo ich gespielt habe, glaube ich, das waren jetzt 2 oder 3 Jahre, gab es kein einziges Update. Und jetzt haben sich die Macher nochmal hingesetzt und es gibt jetzt das Candy Pack. Dieses Pack möchte ich mit euch angucken, weil es gibt neue Klamotten und sehr viele neue Sachen, die wir auf unsere Farm stellen können. Also, zuerst schauen wir mal bei Personalisieren Farmer rein. Ich hoffe, ich finde die Sachen jetzt auf Anhieb. Ja, genau, hier oben. Genau. Oh je, das sind ja ganz schön viele. Also, das hier ist erstmal das weibliche Outfit. Mit recht schönen Farben. Und vor allen Dingen in mehreren... Oh, das ist richtig, richtig grell. Aber irgendwie auch geil von der Farbe her. Da könnt ihr euch quasi als eure eigenen Törtchenbäckerin oder euer eigener Törtchenbäcker... Wobei das steht eigentlich den Mädels auch ziemlich gut. Wobei ich natürlich immer diese Schürzen dann bevorzugen würde. Könnt ihr euch dann gestalten von der Optik her... So, dann gibt es bei den Haaren anscheinend noch was Neues. Oder ist das etwas gewesen, was ich vorher übersehen hatte? Ich schau mal eben nach. Tatsache, es gibt auch bei den Haaren was Neues. Oh je, da könnt ihr euch Törtchen auf den Kopf draufsetzen. Oder zumindest ein Teil von den Törtchen. Das hier sieht aber ganz lustig aus. Also wenn ihr quasi als Prinzessin Lea gehen wollt... Die Frisur ist nicht die gleiche, ich weiß, aber ich glaube, genau die gleiche gibt es hier drin nicht. Aber es wäre zumindest schon mal ein guter Ansatz. Ja, die Jungs dürfen sich auch, ich denke, es sind die Jungs, irgendwie diese komische Tolle hier vorne sah jetzt gerade so weiblich aus, dürfen sich in auch ein Törtchen auf den Kopf draufsetzen oder eben komplett ohne Törtchen gehen. So sieht das Ganze aus. Und es gibt nochmal einen Rucksack. Nein, es gibt direkt 5 Rucksäcke, die noch zusätzlich dazu kommen. Alles sind sie, keine Törtchen, aber alles sind sie Eis mit verschiedenen Geschmacksrichtungen. Ich glaube, es war Himbeer oder Erdbeere oder sowas, Schokolade. So ein Giftgrün habe ich auch schon mal gesehen, was übrigens sehr lecker ist, nebenbei bemerkt. Aber ich komme gerade nicht drauf, was das für eins ist. Das könnte zum Beispiel Zitrone sein oder so. Und naja, lila habe ich jetzt noch keins gesehen, aber das sieht schon ziemlich cool aus. Ich speichere das jetzt mal nicht, ich verwerfe das jetzt mal. Und gehe mit euch mal in eine Farm rein. So, dann muss ich nur die richtige Farm finden. Ich nehme mal die Community Farm. Ich hoffe, da habe ich noch ein bisschen Platz drauf. Ja, ich habe noch etwas Platz. Das ist sehr schön. Ist nur, obwohl hier unten habe ich noch eine ganze Ecke frei. Nee, andere Richtung. Hier habe ich noch eine ganze Ecke frei. Das ist doch genial. Das passt dafür richtig gut. Ich habe sogar die entsprechenden Ressourcen, die ich brauche. Das ist sehr, sehr gut. Also, wir gehen jetzt als erstes, für mich das Wichtigste, auf das Haus. Da gibt es dann, mal schauen, wo es ist, hier unten. Da gibt es das Candy-Haus. Es ist so eine Art, ja, Lebkuchenhaus, sage ich jetzt mal. Kostet leider sehr, sehr viel. Also, wie ihr gesehen habt, 14 Medaillen. Ach, wir können noch gar nicht reingehen. Ach, ich bin so blöd. Das sieht aber sehr lecker aus, irgendwie. Ach, ich habe jetzt gar nicht daran gedacht, dass ich ja 12 Stunden warten muss, bis das Haus überhaupt gebaut ist. Das ärgert mich jetzt doch ein bisschen. In der Zeit zeige ich euch auf jeden Fall die anderen Sachen schon mal. Es gibt den Cake Shop. Der erhöht unser Lager von Honig um 40. Und wir verkaufen damit, und das finde ich sehr, sehr schlimm, deswegen baue ich keinen, damit da keiner aus Versehen mal drauf klicken kann. Wir verkaufen Medaillen, um 20 Honig zu bekommen. Geht gar nicht. Nein, es geht gar nicht. Dass das 10 kostet, ist noch die eine Sache. Aber jeweils eine Medaille verkaufen, um 10 Honig zu bekommen, nee, das geht gar nicht. Deswegen zeige ich euch das jetzt nur mal eben in der Vorschau. So, es gibt aber auch noch andere Sachen hier drin. Wir haben jetzt den Candy Cane. Das ist eine neue Blume. Und zwar können wir davon so viel setzen, wie wir wollen. Und das finde ich ziemlich cool. Die
um die setzen zu können, müssen wir 10 Diamanten bezahlen und ernten dann jeweils nach 2,5 Stunden, was relativ schnell ist, muss ich sagen, für so eine Blume, ganze, also wenn es gut bewässert worden ist, ganze 6 Edelsteine. Die setze ich jetzt mal einfach hier vorne so ein bisschen als Deko hin, beziehungsweise, ich würde mal 4 da hinsetzen, damit es auch ein bisschen auffälliger ist. So, dann gab es bei den Bäumen noch was und das finde ich jetzt richtig geil. Das kann ich euch wirklich nur als Tipp mitgeben. Den Cotton Candy Tree. Und ja, ihr seht richtig, der kann zwar nur einmal im Jahr geerntet werden, nämlich immer zum Sommer, also quasi zur Blütezeit der Bienchen eigentlich. Kostet 2000 pro Stück, ist jetzt nicht von der günstigen Sorte, aber ist jetzt auch nicht teuer, sage ich jetzt mal, für alle die schon ein bisschen weiter sind. Standardmäßig bei Level 1 bekommt ihr $167, was auch schon, ja, recht viel eigentlich ist, weil das levelt sich ja nochmal hoch. Aber das Allergeilste daran ist, wenn ihr ihn, ihr könnt ihn jeden Sommer ernten, ihr könnt so viele davon draufsetzen, wie ihr wollt und pro Baum erhaltet ihr einmal Honig. Ich finde das, ehrlich gesagt, so mega geil, dass das funktioniert. Ich setze hier mal einfach 2 Bäumchen hin, damit man die mal angucken kann. Gut, über die Optik kann man sich jetzt natürlich streiten, aber ich finde das so mega klasse. Weil, Honig wissen wir ja, also für diejenigen, die vielleicht noch neu sind, zeige ich es auch noch mal kurz. Wenn ich den Stand finde, hier, den bekommen wir normalerweise nur über die Bienenstöcke. Und wie ihr schon seht, ich habe 440 davon im Besitz. Nimmt nicht gerade wenig Platz ein und man muss wahnsinnig lange da durchlaufen, alles zu Fuß natürlich. Wir können das nicht mit dem Traktor machen, um diese 440, also in meinem Fall jetzt, einzusammeln. Die kann man zwar auch so viel setzen, wie man möchte, aber zum einen nehmen sie immer 2 Felder ein. Das macht der Baum natürlich nicht. Also da würde man jetzt 2 quasi auf diesem Feld hinkriegen. Das heißt so gesehen die doppelte Ernte. Und das Allerschlimmste, man kann es nur alle 23 Stunden ernten. Das ist bei dem Baum, wie gesagt, nicht so. Wir gucken uns den nochmal kurz hier an. Da könnt ihr auch so viele von setzen, wie ihr wollt. Also genau wie bei den Bienenstöcken. Aber den könnt ihr einmal im Jahr immer ernten. Und wir wissen ja, dass so eine Jahreszeit ungefähr 17 Minuten andauert. Und ja, also grob über den Daumen, etwas weniger natürlich, könnt ihr quasi sagen, dass ihr jede Stunde, also etwas weniger als jede Stunde, wie gesagt, immer wieder Honig ernten könnt. Das mit dem Traktor, also 9 Felder auf einmal. Es geht wesentlich schneller. Und ihr könnt es richtig, richtig gut farmen bei euch. Ich finde das so mega geil, so klasse. Bei unseren Feldfrüchten gibt es übrigens auch was Neues. Und damit meine ich jetzt nicht das Event, was jetzt gerade aktuell drin ist, sondern, wenn ich es auf einen finde, hier, Stevia. Stevia könnt ihr alle 2,5 Stunden ernten, beziehungsweise jede Stunde und 15 Minuten natürlich, wenn es voll bewässert wird. Ihr könnt es für 1.250 kaufen und ihr erntet oder erhaltet dann immer 1.450 von den Dollar. Also sprich, ihr macht jetzt in dieser Anfangsphase auf Level 1, macht ihr, habe ich jetzt 200.000 gesagt? Also 200 natürlich nur. 1.450 so rum erhaltet ihr und 1.025 bezahlt ihr. Ich glaube, ich habe jetzt 100.000 gesagt. Entschuldigt bitte. Ich habe nur das K gelesen und war ein bisschen verwirrt. Also 200 kriegt ihr pro Feld auf jeden Fall raus dabei. Die XP sind auch in Ordnung, also für Feldfrüchte auf jeden Fall. Und ihr erhaltet nebenbei auch noch gut Salz. Ja, dann kommen wir jetzt noch zu den anderen Sachen, die draußen sind. Und zwar gibt es einen passenden Cookie-Pfad. Das Ganze sieht dann so aus. Ein einzelner Cookie oder eben verbunden, ja, wie so eine etwas bunte Cookie-Straße, allerdings nur aus 2 Farben gemacht. Finde ich schon ziemlich süß, muss ich sagen. Dazu passend gibt es auch noch einmal einen Lollipop. Eigentlich sind es ja 2, die man sich hinstellen kann. Und es gibt einen Zaun, den ihr drumherum bauen könnt. Und
Na. Nein, er will es natürlich wieder nicht da machen, wo ich gerade gestanden habe. Er will es wieder woanders machen, wie so oft. Ich mache das hier mal ein bisschen größer. So sieht das Ganze dann aus. So sieht übrigens auch die Straße aus. Ja, und ich finde es ehrlich gesagt schon richtig, richtig geil und richtig süß. Also von der Idee her, vielleicht zu viel Candy Crush gespielt, wer weiß. Aber von der Idee her muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde es mega genial. Und wir sind noch lange nicht beim Ende, weil ich schaue mal eben kurz, ob ich jetzt hier noch eins vergessen hatte bei der Deko. Aber ich glaube, nee, das sind nur die normalen hier gewesen. Da war nichts mehr bei, genau. Dann kommen jetzt noch die Sachen im Haus. Das können wir natürlich nur anschauen. Obwohl, ich habe doch direkt ein Haus nebenan. Ich bin auch doof. Indem wir in ein bestehendes Haus reingehen, weil das andere leider ja noch nicht fertig ist. Da drücken wir dann... das habe ich noch gar nicht gesehen. Die habe ich mir noch nicht angeguckt, muss ich sagen. Wir können hier ein Wood Burning Stove, nennt sich das. Ich denke mal, dass das ein Ofen sein wird. Ja, genau, zu viele von dieser Sorte. Das ist dann ein Ofen, den ihr reinstellen könnt. Sieht gar nicht mal so schlecht aus, finde ich. Ist natürlich, ja, also ist jetzt, ich weiß nicht, für Plätzchen würde ich vielleicht eher, ja gut, das ist jetzt eindeutig ein Pizzaofen, aber würde ich vielleicht eher einen anderen Ofen nehmen. Das sieht so ein bisschen sehr feurig aus, aber der sieht nicht schlecht aus. Dann schaue ich mal eben bei den anderen Kategorien. Oha, da gibt es aber ganz schön viel, was dabei ist. Einmal den Chocolate Table. Ich mache das mal alles hier hinten. Aber da, wo es heller ist von der Farbe her. Nicht genug Platz. Wie nicht genug Platz? Hallo? Das ist ein riesiges Zimmer. Also das ist wohl so ein kleiner Beistelltisch für die Couch, so wie es aussieht. Dann Biden Chocolate Table. Ja, wie sieht der aus? Leider auch etwas teurer. Das ist wahrscheinlich so ein großer Tisch, oder? Nee, das ist... Ach so, nein. Ach, ich bin ja auch wieder clever heute. Es ist genau der gleiche Tisch, also auch so ein kleiner Beistelltisch, aber wo man schon reingebissen hat natürlich. Deswegen auch beiden. Haha. Ich bin heute nicht so der Blitzdenker irgendwie. Ich habe die ganze Woche über etwas wenig Schlaf gehabt. Entschuldigt bitte. Dann gibt es das Ice Cream Sofa, wobei ich nicht genau weiß, wer sich auf dieses Sofa setzen möchte. Sieht aber sehr schön aus. Und wir dürfen zumindest vorne sitzen, wo kein Ice Cream, also keine Eiscreme drauf ist. So, dann gibt es noch das Cake-Bett. Das muss ich dann in der Tat jetzt mal nach nebenan machen, weil es doch ziemlich groß ist. Gut, es hat die normale Größe, natürlich wie die anderen Betten auch, ne? So 2x2, also sprich 4 nebeneinander. Kann man sich auch reinlegen. So sieht das Ganze dann aus, wenn man friedlich schlummernd im Bettchen liegt und vermutlich bald in der Schokolade und dem restlichen Zuckerguss und so versunken ist. Nein, so schlimm wird es hoffentlich nicht werden. Ja, das haben wir schon mal hier in der Kategorie. Dann, oha, haben wir nochmal zwei Tische. Ich bin mir jetzt nicht sicher, doch Nightstand, das dürften dann die Tische sein, die man hier neben das Bett stellt. Einmal mit einem geschlossenen Cookie und einmal mit so einem, ach, wie heißen diese Dinger? Die gab es so oft in der Werbung. Die haben so eine Füllung in der Mitte und einen Schokokeks drumherum. Ihr wisst bestimmt, was ich meine. Ich habe sie nur einmal gegessen, glaube ich, im ganzen Leben. Aber ich fand sie sehr lecker, muss ich dazu sagen. Oh, okay. Dann gibt es noch Fenster. Ich verballer jetzt hier einfach mal die ganzen Tickets. Einmal mit Eiscreme dran. Ist übrigens sehr grell, wenn man so da reinguckt. Und einmal ohne Eiscreme dran. Wie man es gerne haben möchte. Was haben wir hier? Ein Pancake-Teppich. Oh je, aber der ist sehr groß. Das muss man ihm auf jeden Fall lassen. Der sieht schon, das ist echt heftig. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, haben sie sich endlich mal, ja zumindest einiges einfallen lassen, was man hier reinmachen kann. Leider nicht alle Zimmer. Also vom Wohnzimmer ist ein bisschen was hier drin. Vom Schlafzimmer ist ein bisschen was hier drin. Dann die Lampen, die gerade kommen. Einmal mit, weiß ich nicht, Erdbeer. Und einmal... Ach, Minzeis, genau das war das mit diesen ganz hellen, was ich vorhin meinte. Das ist sehr, sehr lecker, muss ich sagen. Ja, so sieht das Ganze dann aus. Ich hoffe, dass die nicht schmelzen. Sonst haben wir nachher eine Riesensauerei. Dann haben wir hier noch eine
Riesenwaffel, so wie es aussieht, die man irgendwo drauflegen kann. Und ich habe natürlich jetzt gerade nichts. Doch, Moment, ich habe den Tisch. Da können wir was drauflegen. So sieht das Ganze dann auf dem Tisch aus. Ist doch recht groß, muss ich sagen. Aber so dekorationsmäßig finde ich es gar nicht so schlecht. Dann gibt es... Ach, das sind die Wände. Ah, möchte ich eigentlich nicht. Nein, aber ich möchte euch die Wände mal zeigen. So sieht das Ganze dann aus. Okay. Und das andere, würde ich sagen, machen wir mal, weil wir ja mutig sind, in dem Badezimmer hier. Da machen wir es dann Pfefferminz. Ja, blau kann man nicht sagen. Türkis ist es mehr. Aber sieht schon irgendwie... was, muss ich sagen. Die entsprechenden Teppiche, die können wir natürlich auch dazu kaufen, beziehungsweise das ist kein Teppich, sondern Schokolade. Nein, ist es natürlich auch nicht, aber es sieht so aus, es ist der Fußboden. Moment. Das war jetzt aber irgendwie ein Anzeigebug hier. Okay. Oder hat das... Also es hat irgendwas damit zu tun, dass ich durch die Tür durchgehe, aber ich weiß nicht genau... Warum sich dann die Farbe ändert. Ob das so sein soll? Ich denke mal eher nicht. Weil das war die Farbe hier, glaube ich. Jetzt wechsle ich mal eben. Nee, das war rötlich und stimmt. Aber hier ändert sich das auch. Also es ist wohl noch ein bisschen verbuggt, so wie es aussieht. Das, ja, lassen wir jetzt mal einfach so. Und dann gibt es das nochmal mit dem Bräunlichen hier. Ja. Wobei mir das Bräunliche, glaube ich, eher besser gefällt. Aber in Kombination natürlich mit den Teppichen sind die anderen nicht schlecht. Den Wänden meine ich natürlich. Was jetzt ein bisschen schade ist, fällt mir gerade auf, dass nur die zwei Wände letztendlich drin sind, wir aber drei Fußböden haben. Das heißt, hier hätte ich mir jetzt noch was gewünscht, was so ein bisschen mit braun-weiß gewesen wäre. Also passend dazu. Naja, man kann halt nicht alles haben. Das ist auch leider schon alles gewesen. Ich wollte gerade sagen, das ist roter Teppichboden, das hat jetzt damit gar nichts zu tun. Aber ich muss ja mal ganz ehrlich sagen, es ist mal wieder nicht so viel. Vermutlich kommt da auch nicht mehr so viel dazu, wenn überhaupt. Ich meine, die Macher waren jetzt nicht gerade die fleißigsten in letzter Zeit, also in den letzten Jahren. Aber das, was wir jetzt hier haben, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich mega süß. Die Erdbeere hat übrigens ein Gesicht links in der Mitte, fällt mir gerade so auf. Finde ich mega, mega süß. Kann man natürlich auch ganz gut kombinieren. Ich finde es nur schade, weil ich persönlich würde das Haus bauen und würde tatsächlich nur die Sachen reinmachen, die wir jetzt hier drin haben. Also plus natürlich hier vorne noch ein Klavier beispielsweise und... eine Staffelei noch dazu, weil man die einfach braucht, um noch was herzustellen. Aber sonst, den Rest würde ich jetzt erstmal sogar freilassen und würde gar nichts nehmen. Und das finde ich wiederum sehr, sehr schade, weil dann kann ich mir kein Badezimmer einrichten. Dazu gibt es keine Möbel. Ich kann mir ja das Schlafzimmer im Endeffekt auch nicht richtig einrichten, weil dazu ist jetzt nur das Bett und die beiden Beistelltische, beziehungsweise den Teppich könnte man jetzt auch noch ins Schlafzimmer machen. Ich kann mir das Wohnzimmer nicht komplett einrichten. Ich kann mir hier halt gar nicht so richtig damit einrichten, weil es halt nur die paar Sachen sind. Aber soll jetzt nicht negativ sein. Ich wünsche mir einfach nur von den Machern, dass der Rest jetzt wirklich auch noch dazu kommt, dass sie, ja, vielleicht positiv... Ach so, die Fenster, genau, die habe ich jetzt eben vergessen. Dass sie vielleicht wirklich positiv sich da dran setzen und noch ein paar andere Sachen dazu machen. Ich war jetzt gerade ein bisschen abgelenkt, weil ich nebenbei noch was am Laufen habe. Hier, das habe ich nämlich übersehen. Wir haben nicht nur die Waffel, sondern wir haben hier auch was für den Boden. Ich weiß noch nicht genau, was das sein soll. Es ist einfach nur ein Cupcake auf dem Boden. Völlig ohne jede Funktion. Habe ich mich gerade im zweiten Bildschirm gesehen. Da läuft die Vorschau, die man auf Steam sieht, nämlich. Ja, was das jetzt genau, ich kann auch, nee, ich kann damit auch nichts machen oder so. Also wirklich nur zur Dekoration. Aber, naja, zumindest ist es noch eine Sache mehr. Die darf ich euch natürlich nicht vorenthalten. Ja, schreibt doch einfach mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ob ihr das an sich eigentlich eine süße Idee findet.
wie er dazu steht, dass es jetzt ja leider wieder nur ein paar Teile sind. Es sind doch schon einige Sachen, die drin sind, nur halt nicht so, dass man es jetzt komplett damit einrichten könnte. Das finde ich persönlich halt sehr schade. Aber ja, ich freue mich auf jeden Fall auf eure Kommentare mit euren Meinungen und hoffe, dass wir uns dann in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dann. Ciao.